Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, die Woche, ich habe mir einiges vorgenommen, dass ich einiges aufnehme. Leider ist daraus nichts geworden. Ja, Arbeit hat einfach Nein gesagt. Und ja, es gibt einfach jetzt wieder meine Food Champions Belohnung, Division Rivals. Ich habe ja nicht einmal gezeigt, wie weit ich überhaupt gespielt habe. Was haben wir hier? Nehmen wir die Untauschbahn mit. Rang 2, ich glaube Division 6. Und ich habe wieder nur bis Gold 3 gespielt. Ich habe dann aufgehört. Schauen wir gleich einmal das Endergebnis an. Champions. Gehen wir rein. Hier sieht man 14 Siege, noch 12 offene Spiele. Also bei weitem nicht fertig gespielt. Gold 1, eventuell Elite wäre noch drinnen gewesen, aber es hat einfach keinen Bock gemacht. Und ich habe schon gedacht, ich nehme gar nicht auf. Und jetzt machen wir auf, schauen wir, was drin ist. Erwartungen sind nicht allzu hoch, aber 94er, den habe ich bereits im Besitz. Ich nehme Kabakal mit und mache dann eine Icon als PC. Dann gibt es ja den Icon Pack auch noch. Nehmen wir mit den 94er Kabakal. Der zweite, noch ein hochbewerteter 90er Ruben Dias. Nehmen wir mit. Und jetzt bereite ich schnell das Icon Pack vor. So, das Prime Icon Pack habe ich jetzt gelöst. Das hat jetzt fast 10 Minuten gedauert. Ich habe mir zwei Spiele gekauft. Einmal Ederson um 20k und hier den Inform Casemiro. Der Inform war billiger wie die Goldkarte, ist auch geil, um 25k. Schick mal ab, dann gibt es das nächste Prime Icon Pack. Ich bin gespannt, wird wahrscheinlich wieder komplett reinscheißen, so wie immer bei mir. Und dann haben wir 14 Bags, sind jetzt echt nicht die besten Prime Gold Spieler. Dann habe ich noch zwei beliebige Team of the Season Spieler gemacht. Ja, nehmen wir hier den seltenen UCL Spieler. Ich muss mich noch um Gegenstände kümmern, auch nicht schlecht. Der kommt wieder in den Verein. Dann machen wir auf den seltenen UCL Spieler. Und da wird wahrscheinlich nichts dran sein und dann sehen wir uns sobald was Gutes dran ist. Und ja, hier kommt kein Durchläufer, schauen wir, was wird. Es wird ein 82er Rugani, wir sehen uns. So, die nächsten zwei seltene Goldspieler. Und sogar der erste Durchläufer. Bleibt beim Durchläufer, aber 84er, 85er, die sind alle so viel wert zur Zeit. Ist das Pizzi? Das ist Pizzi, ein 84er. Schauen wir gleich mal, was der Wert ist zurzeit. Aber ich werde mir im Verein behalten, eben wegen SPCs. Ja, keine Ahnung, 6k oder was. Dann schauen wir weiter. So, dann das nächste seltene Elektrum-Spieler-Set. Und endlich einmal wieder ein Durchläufer. Komm, gib was Schönes. Inform. Aber kein Inform-Walkout. Deutschland. Ich habe keine Ahnung, wer im Team of the Week ist, ehrlich gesagt. Borussia Mönchengladbach. Und es ist Stindl. 83. Er war auch schon mal besser von der Bewertung her, der Stindl, oder? Irgendwas noch? Ne. So, dann gleich Prime Electrum, Prime Goldspieler Set. Und wieder Durchläufer. Komm, gib mir jetzt den ersten Walkout. Gib mir jetzt den ersten Walkout. Das ist ein Inform, oder? Kamerun. Stürmer Eto. Wer ist das? Basel. Ah, Young Boys. 85er. Mané. 90er Tempo. Nicht so schlecht, aber ein Hilfebewerteter wäre mir lieber gewesen. Aber Miranda blind noch dahinter. Nicht so schlecht. So, letzte Prime Goldspieler Back. Das wird auch ein Durchläufer. Back to back. Was ist das? Champions League? Nee. Hä? Ich habe keine Ahnung. A Man of the Match. 83er. Okay. 93 Tempo. Von Newcastle United. Hoch, zwei Stellen schwacher Fuß, was wird's der Wert? Abstoß wahrscheinlich. Ja, 10k. Habe ich mir schon was gedacht.
So, und jetzt sind wir bei den letzten vier Packs angelangt. Das ist einmal ein 50k Pack, einmal das Prime Icon Pack und zweimal die beliebigen Team of the Season Spieler. Fangen wir an mit dem seltenen Elektrum Spieler Pack. Kriegen wir zumindest den Durchläufer? Kriegen wir. Das ist ein Team of the Season. Spanien. ZM, Brecher, Bayern. Ah, Thiago. Ja, ist aber nicht schon. Was hat er für ein Rating? 93er Thiago. Das ist gut. Also er wird wahrscheinlich nichts mehr wert sein, aber ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass da so etwas rauskommt. Ein 88er Command, ein gleich 3 Walkouts in ein 50k-Pack. Das ist Premiere, glaube ich. Was ist... Okay, der ist 40k wert. Ich habe mir gedacht, dass er wenig wert ist, aber ein bisschen über 40k habe ich mir schon gedacht. Na gut, der ist 20k wert und der wird Abstoß sein. So um einen Abstoß. Und ein Inform noch. GG. So, jetzt fangen wir an mit dem ersten beliebigen Team of the Season Spieler. Ich hoffe natürlich auf was Gutes. Neymar, Bruder, Brasilien, linker Flügel, Frankreich, Mittelstürmer, Benzema. Benzema. Ich sag nichts mehr. Ich glaube, den habe ich sogar schon. Das wird entspannend, ob ich den schon habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann machen wir noch ein Prime Icon Pack. So, dann das nächste Prime Icon Pack. Hier habe ich alles im Verein gehabt. Benzema gebe ich ab. Hier Lucas Leiva, kein einziges Spiel gemacht. Den habe ich auch unterspar gezogen. Coman, was ich gerade gezogen habe, unterspar ab. Der war auch gerade in einem Pack drinnen. Eigentlich haben wir so ziemlich alle gerade gezogen, bis auf De Gea, Footmess, 290 Spiele. Werde ich auch nie mehr spielen. Game up und das zweite Prime Icon Pack ist da. Also jetzt bin ich gespannt. Zwei Prime Icon Packs habe ich noch nie aufgemacht gleichzeitig. Jetzt haben wir noch drei im Shop. Muss ich noch einen Spieler kümmern, den gehen wir mit einem Verein. Und ja, dann machen wir das nächste beliebige Team of the Season auf. Hoffentlich wird sich wieder irgendein Doppelter. Komm, Brasilien, linker Flügel. Neymar. Hamdala, wie heißt der? Hamdala, glaube ich, oder? Hamdala, ja, aber ein 92er. Kann man zufrieden sein. Für ein 82er Rating ein 92er abgegeben. Ich hätte es schlechter treffen können. Und jetzt. Zwei Prime Icon Packs. Das hat es bei mir noch nie gegeben. Machen wir das erste auf. Komm. Zumindest ein spielbarer. Ich will einmal einen richtig geilen ziehen. Komm. Wer wird es? Wer wird es? Eine geile Flagge. Niederlande. Innenverteidiger. Coman. Coman heißt, oder? Ja, 91er ist nicht wirklich spielbar. Also Mittelstürmer, über das hätte ich mich gefreut. Naja. Na ja. Hochmittel, also wenn der ein ZM wäre, dann hätte man darüber reden können, aber so nicht. Und jetzt das letzte, das zweite, Prime Icon Pack. Ich will einmal echt. Zidane war gut, aber noch einmal sowas in der Größenordnung. Es ist schon vorbei. Meine Prime Icon Packs. 92. Ich ziehe zwei Innenverteidiger. Naja, Prime Icon Packs und ich waren keine Freunde mehr. Aber immerhin, es hat einmal schöne Packs gegeben. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Abo oder so irgendwas da. Ich wünsche euch was und ciao. Bis dann.